Heute ist der Internationale Tag der Menschenrechte. In Belarus, nur wenige hundert Kilometer von hier entfernt, sind mittlerweile über 800 Menschen politisch inhaftiert, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Zu ihren Verbrechen gehören Dinge wie Demos, politische Graffiti, untereinander vernetzen, aktivieren für freie Wahlen. Die Polizei geht mit brutaler Gewalt gegen sie vor. Es sind Menschen wie Studierende, Senioren, Stahlarbeiter, Menschen, kunstschaffende Menschen. Und darauf möchten wir heute hinweisen. Hello, my name is Svetlana Sugaka. I'm managing director of Belarus Free Theater. The number of political prisoners now in Belarus is more than 900, and behind of each number there is a life of person. This is a letter from prisoner who could not celebrate Christmas with family, human who are sitting in horrible conditions, suffering from violence of dictatorship. Ich träume oft von einer bestimmten Redaktion, wie ein zusammengesetztes Bild aller Orte, an denen ich gearbeitet habe. Ich laufe durchs Büro, schalte meinen Computer und meinen Rekorder ein und aus. Ich bereite mich auf eine Art Pressekonferenz vor. Ich vermisse meine Arbeit so sehr. Das ist mir jetzt plötzlich klar geworden. Als ich von den Spezialkräften festgenommen wurde, schrien sie: Du kommst für 7 Jahre ins Gefängnis. Du wirst Uniformen für Polizisten nähen. Der stellvertretende Leiter der Polizeibehörde nannte mich Tante, Kleine und schubste mich von hinten die Treppe hinunter. Die Polizisten schrien: Du wirst nie wieder deine Live-Sendung machen. Nie wieder. Warst du es, die gegen mich ausgesagt hat? Was für Idioten. Der Ermittler sagte mir auch ganz offen, dass niemand über meinen Prozess berichten würde und dass ich ein gewöhnlicher Hooligan sei. Das Erstaunlichste ist, dass ich keine Wut, keinen Groll oder den Wunsch nach Rache gegenüber denjenigen empfinde, die die Entscheidung getroffen haben, uns, mir, das anzutun. Was fühle ich dann? Mitleid mit denen, die Befehle befolgen. Eine träge Irritation, die nur von einer summenden Fliege verursacht werden kann. Arme, arme kleine Menschen. Sie müssen mit all dem leben und mein Leben ist nicht halb so sehr verdorben, wie sie es gerne hätten. Please write letters to prisoners to support them and share this video and other information on the human rights situation in Belarus. Žive Belarus! Alle politischen Gefangenen in Belarus, wir vergessen euch nicht, we stand by you.